ist schon Siebenter und hat damit doch noch sein allerbestes Weltcup-Ergebnis in der Karriere geschafft. Bravo. Ja, der war besser vom Sören. Der geht da richtig dahin. Der geht gut. Der geht sehr gut. Endlich hat er sein 240er. Er steigert sich noch einmal und schafft es, persönliche Bestleistung zu erzielen. 245 Meter, das war ein super Flug, der ihm vielleicht sogar den Sieg bringen könnte. Hier auf jeden Fall jetzt einmal die Führung für Severin Freund. Da siehst du, wie schmal der Grat ist, wie schwer du bestraft wirst, wenn du einen kleinen Fehler hast. Das Niveau ist so hoch. Springt der Peter Breitz zwei Nummern vor ihm, 110 Meter, und er springt 245. Also das ist, die Jungs da jetzt aufhören, das ist unglaublich. Großartige Leistung. Nur ganz wenig Windpunkte bekommt er abgezogen, Severin Freund. Trotzdem fliegt er 200.